Herzlich willkommen. Ein weiteres Lernvideo zur VWL. Heute möchte ich Ihnen ein kleines bisschen Vorbereitung bzw. Unterstützung zum Vorbereiten auf die Klausur geben. Und ich habe mir gedacht, wir gucken uns jetzt einmal die Nachfragefunktion ein kleines bisschen genauer an. Wie Sie wissen, sowas ersetzt natürlich nicht Ihren Unterricht, aber es soll so ein bisschen die wichtigsten, allerwichtigsten Punkte noch mal ein kleines bisschen zusammenfassen. Und Sie sehen schon, ich habe ein bisschen ein Diagramm hier hinten vorbereitet. Da unten schreiben wir ja normalerweise das X dran. In manchen Lehrbüchern steht da auch ein Q oder einfach nur die Menge. Denn auf der Achse hier unten, auf der horizontalen Achse, da geht es ja jetzt quasi darum zu sagen, hier links ist der Nullpunkt, da passiert so quasi gar nichts. Und hier auf der rechten Seite, da bedeutet es, dass eine große Menge an diesem Produkt hier nachgefragt wird. Geht ja um die Nachfrage. Ein anderer Part ist hier oben, da steht normalerweise der Preis. Bei fast allen Produkten gibt es sowas. Es gibt so ein paar Sondervarianten wie Kredite und eben Zinsen, die dort stehen würden. Aber die Varianten, die gucken wir uns später vielleicht nochmal in Ruhe an. Jetzt geht es also um die Nachfragefunktion nach einem Produkt. Und bevor wir irgendwas zeichnen können, vielleicht die zwei zentralen Kernfragen, die vorneweg da stehen. Nämlich, was führt denn überhaupt dazu, dass ich etwas kaufen will? Darum geht es ja bei der Nachfrage. Und das Willen alleine reicht nicht aus. Je nach Lehrbuch heißt es ein bisschen unterschiedlich. In manchen Lehrbüchern würde man da eben von den Wünschen sprechen. Aber diese Wünsche, die da gemeint sind, die sind nicht ein einzelner Wunsch. Wünsche haben wir unbegrenzt und viele. Sondern wir nennen das in den VWL-Lehrbüchern meistens mit einem bisschen hochgestochenen Wort Präferenzen. Das klingt dann gleich ein bisschen wissenschaftlicher. Aber gemeint ist nichts anderes wie die Tatsache, dass ich viele Wünsche habe und dass ich Prioritäten setzen muss. Ich muss mich zwischen Wünschen entscheiden. Und das ist also die Frage des Will. Was meine ich jetzt mit Will? Will ich mir etwas leisten? Also will ich das? Und wie gesagt, es gibt Dinge, die mögen Sie mehr als andere. Und das ist aber ein Kernfaktor, der dazu führt, ob Sie auf diesem einzelnen Markt etwas nachfragen werden. Das andere wäre das Einkommen. Und dieses Einkommen, das schreibe ich jetzt hier nebendran, denn das ist die zentrale Antwort auf die Frage, kann ich mir etwas leisten? Natürlich gibt es noch andere sogenannte Restriktionen, so wird es jetzt im sehr theoretischen VWL-Lehrbuch drinstehen, nämlich die Einschränkung, die mich daran hindert, dass ich nicht alle Wünsche leider gleichzeitig erfüllen kann. Denn wenn man ganz ehrlich ist, das ist ja nur ein Markt, um den wir gerade sprechen und eine Momentaufnahme. Es gibt Dinge, die danach vielleicht noch kommen, da müsste man über die Zeit hinweg das angucken. Oder es wären vielleicht andere Dinge, die damit in Konkurrenz stehen, aber das wäre dann schon die fortgeschrittene Variante. Wann immer Sie so ein Bild sehen, können wir uns merken, wir gucken einmal auf ein spezifisches Produkt bzw. alle Produkte von einer Sorte, die da gekauft werden könnten. Und dann haben wir meistens so eine Grafik hier drin oder so eine Linie hier drin. Normalerweise ist sie vielleicht auch noch ein bisschen gerader, als ich sie jetzt gerade gezeichnet habe. Aber im Kern geht es einfach von oben bis unten in dem Diagramm. Und man könnte ja mal gucken, naja, das ist ja ein ganz normales Diagramm, wie wir es aus der Schulmatte kennen. Da oben, da steht jetzt so ein markanter Punkt, nämlich der, wo wir gar nichts verkaufen. Wir sind ja hier unten auf der X-Achse bei 0, aber auf einem sehr, sehr hohen Punkt für den Preis hier oben. Und das bedeutet sachlich nichts anderes wie, der Preis ist jetzt so hoch geworden, dass kein Kunde mehr von diesem Produkt was kaufen kann, schrägstrich will. Mit anderen Worten, das ist allen Leuten zu teuer. Und wenn wir es so teuer gemacht haben, dass es für niemanden da ist, dann ist es ja quasi reserviert. Diesen Preis, den nennen wir eben dann auch Reservationspreis in der Volkswirtschaftslehre. Der Reservationspreis in manchen Lehrbüchern, die so ein bisschen mehr am Englischen dranhängen, da heißt es dann auch Prohibitivpreis. Prohibited heißt ja verboten auf Englisch. Und damit, wenn wir den Preis so hoch ansetzen, verbieten wir es den Marktteilnehmern, den Kunden, den potenziellen Käufern, denen verbieten wir dann den Kauf von diesem Produkt. Da unten, da haben wir das logische Gegenstück, denn jetzt ist der Preis ja quasi auf Null runtergesetzt und wir sehen, da gibt es einen Punkt, der ist sehr weit rechts auf der X-Achse. Das heißt, hier würden sehr viele Leute dieses Produkt kaufen. Aber der Preis ist ja quasi auf Null, das heißt, wir verschenken das faktisch ja. Und jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo wir sagen, niemand wird mehr dieses Produkt außer diesem Punkt hier kaufen. Also wenn hier 100 stehen würde, dann ist es eben ein maximaler Bedarf. Also selbst wenn wir jetzt sagen, oh, wir packen noch einen Euro dazu oder so, dann würden wir eben auf diesem Markt nur 100 Stück loswerden. Das ist die absolute Maximalmenge. Und man könnte auch sagen, die Leute sind jetzt so satt von diesem Produkt, dass sie keins mehr wollen. Deswegen heißt ja auch dieser Punkt so. Das ist die absolute Marktsättigung. In manchen Lehrbüchern auch perfekte Marktsättigung.
Also die absolute, endgültige oder perfekte Marktsättigung. Es ist egal, wie billig wir jetzt geworden sind. Mehr geht nicht, könnte man sagen. Also hier schreibe ich das ganz kurz dazu. Und wenn Sie diese Grafik angucken, dann sehen wir natürlich ein paar logische Dinge, die im Alltagsleben uns sofort in den Augenschein treten. Denn wenn ich oben bin bei einem hohen Preis, dann verkaufe ich hier auf dieser Achse ganz wenig Menge. Setze ich den Preis hier herunter, zum Beispiel da hinten hin, dann würde ich da natürlich, wenn ich diesen Punkt mir herausgreife, den Punkt B, dann würde ich an dem Punkt natürlich sehr billig sein oder verhältnismäßig billig sein. Vielleicht haben wir hier 2 Euro und dann verkaufe ich auch fast alles von dem, was maximal drin ist. Ich verkaufe einen großen Anteil, weil ich halt hier in diesem Punkt B sehr, sehr billig geworden bin. Ich bin auf diesem Markt quasi günstig und damit für viele erschwinglich. Wir sehen im anderen Fall, ich versuche mal eine andere Farbe schnell auszuwählen, im anderen Fall sehen wir hier oben quasi auch in Rot passend einen Preis, der sehr hoch ist, sagen wir mal 10 Euro. Denn das bedeutet ja, dass wir hier nur eine kleine Kundengruppe erreichen. Wir kriegen von dieser Nachfrage nur einen kleinen Teil. Vielleicht sind das jetzt hier 20 Leute. Ich habe ja die Zahlen einfach erfunden. Es geht ja eher um die Dynamik und die Intuition, die hinter der Funktion steht. Und jetzt hätten wir mit dem hohen Preis halt wenig Kunden, die wir erreichen können. Denn nur diejenigen in diesem Punkt A, die entweder die erste Frage besonders stark oder die zweite besonders stark beantworten, sind hier gemeint. Oben auf der Nachfrage stehen Menschen, die eine dieser beiden Fragen oder beide mit einem großen Ja beantworten, denn sie haben mindestens mal einen gewissen Willen und mindestens mal eine gewisse hohe Zahlungsbereitschaft, ein hohes Einkommen, damit sie sich den Punkt hier leisten können. Also hier stehen in der Regel Menschen, die ein hohes Einkommen oder einen starken Wunsch nach dem Produkt haben. Da unten stehen die Leute, die bei einem von beiden nicht so stark präsent sind und infolgedessen sortiert uns die Nachfrage auch so ein bisschen diesen Markt heraus. Was können wir noch sagen? Es gibt ein paar Grundlogiken, so nach dem Motto, naja, wenn wir runtergehen entlang der Nachfrage, wenn wir diesen Weg hier machen, je günstiger wir werden, wenn wir von oben kommen, werden wir immer günstiger, umso weiter gehen wir hier nach rechts auf der X-Achse, also je günstiger wir werden, umso mehr Nachfrager finden wir, die das Produkt gerne kaufen würden. Das heißt, wenn wir richtig drüber nachdenken, ist das eigentlich eine Grafik, die die Unternehmen spannend finden. Wir als Kunde im Supermarkt denken ganz selten darüber nach. Wir gehen einkaufen und stehen vorm Regal und sagen, aha, hier ist der Marktpreis, ich lade es in den Wagen ein oder nicht. Der Unternehmer fragt sich, was ist für mich das Richtige? Je mehr er entscheiden kann auf dem Markt, umso fröhlicher ist er. Er sucht sich für sich den besten Punkt, wahrscheinlich irgendwo zwischen A und B, den für ihn idealen Punkt aus, der wahrscheinlich seine Umsätze maximieren wird. Aber das wäre später ein anderes Thema. Zunächst gilt die Grundregel, je weiter wir nach rechts unten kommen, je günstiger, umso mehr Kunden haben wir. Und umgekehrt natürlich auch, je weiter nach oben, umso teurer wir werden, umso weniger Kunden wir haben. Und das wären so die Grundtendenzen auf dem Markt. Die klassische Standard-Nachfragefunktion. Die andere Sache, die haben Sie auch schon so ein bisschen mitbekommen, hohe Zahlungsbereitschaft, niedrige. Und entscheidend ist eben, die Logik des Marktes funktioniert wie beim Lesen und Schreiben, von links nach rechts. Jedes Marktmittel funktioniert so, dass die, die hier drüben stehen, die größte Chance haben, die größte Wahrscheinlichkeit, hier bedient zu werden. Denn natürlich würden wir die A, die mit der großen Zahlungsbereitschaft, denen würden wir eine große Chance ausrechnen, dass sie auch Anbieter finden, die sie bedienen können. Das wäre jetzt innerhalb dieses einen Bildchens die Grundlogik. Ich möchte aber vielleicht noch auf eine Besonderheit hinweisen, denn es gibt Produkte natürlich, die unterschiedlich aussehen. Das ist ein Markt zu einer gewissen Situation, zu einem Moment. Und es könnte durchaus vielleicht auch einen anderen Markt geben. Ich mache jetzt noch eine letzte Farbe hinein, damit es nicht zu viel wird. In einem anderen Markt könnte die Nachfrage vielleicht so steil sein oder so flach hier, wie diese Grünen einfach skizziert jetzt andeuten sollen. In dem Markt hier, da haben wir eben andere Preis- und Mengendynamiken, während wir hier eine andere Preisdynamik haben in die andere Richtung. Der steile Markt bedeutet, dass die Leute, egal welcher Preis, fast immer dieselbe Menge kaufen. Bei Insulin wäre die Nachfrage zum Beispiel so, eine Linie, die quasi vertikal ist, weil man braucht immer dieselbe Menge, dann ist man auf der X-Achse festgezurrt. Auf der Preisachse würde man bei jedem Preis, der da gesetzt wird, eben akzeptieren müssen als Nachfrager, weil die Dosis an Insulin, die der Diabetespatient braucht, ist völlig unabhängig von dem Marktpreis, den es möglicherweise hätte. Zum Glück wird es ja nicht mit Marktpreisen, sondern von der Krankenkasse letzten Endes uns zur Verfügung gestellt. Aber das wären so die Beweggründe, die auf einer Stufe 2 dann kämen. Eben je steiler die Funktion, umso weniger leicht können die Kunden auf andere Märkte ausweichen. Je flacher, umso preissensibler sind sie dann letzten Endes und springen schnell weg, wenn der Preis hochsteigt.
Wenn mir der Preis hochgeht, geht die Menge deutlich zurück bei dieser preissensiblen Funktion hier. Das wäre aber etwas im Kapitel Elastizität. Das soll zunächst einmal das erste Bausteinchen zur Nachfrage gewesen sein.